Der Man of Games Adventskalender. It's this time of the year again, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zur neuen Videoserie hier bei Nexus Prime TCG. Dank dem allerbesten Shop der Welt, Man of Games, Grüße gehen raus an dieser Stelle, haben wir die Möglichkeit hier auf dem Kanal uns die Zeit bis Weihnachten zu versüßen mit diesem wunderbaren Adventskalender. In diesem Adventskalender von Man of Games warten 24 Überraschungen darauf, geöffnet zu werden, ausgepackt zu werden. Es geht um Pokémon, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich bin gespannt, was in den einzelnen Türchen auf uns wartet. Jedes einzelne Türchen werden wir hier auf diesem Kanal öffnen. Nicht in Einzelvideos, ich glaube, das wird sonst zu viel, sondern wir werden immer gesammelt 1, 2, 3, 4 Tage warten und dann eben ein kleines Opening machen. Wir starten heute mit dem ersten Türchen, denn heute ist der erste. Wir sehen hier schon mal, dass es einen kleinen Beipackzettel gibt. Auf diesem ist zu sehen, was alles in dem Kalender auf uns warten wird. Aber das interessiert mich alles nicht. Wo bleibt da sonst die Überraschung? Und dann seht ihr, dass hier in diesem Kalender, in dieser Box, 24 super süße Tütchen auf uns warten. Wir öffnen heute das erste Tütchen. Sehen wir hier mit dem Gyarados. 24 von dieser Art gibt es weiterhin. Der Countdown beginnt. Viel Freude beim Öffnen steht drauf. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Wenn ihr Bock auf diese Videoserie habt, lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da, damit ihr nicht verpasst, was wir hier insgesamt alles haben werden. Es wartet auf jeden Fall schon mal ein Booster auf uns. Hier mit Endynalos. Und wir haben Süßigkeiten, denn in jedem Türchen sind Süßigkeiten, japanische Süßigkeiten, um genau zu sein. Ich weiß nicht, was das ist, ich hoffe ihr auch nicht, aber ich werde es hier auf jeden Fall probieren, um euch ein bisschen Feedback zu geben. Das sieht auf jeden Fall crunchy aus, so viel kann ich schon mal sagen. Dann nehmen wir uns eins davon, könnte so eine Reiswaffel sein. Riecht schon mal interessant, nicht nach Reiswaffel, riecht ein bisschen gewürziger. Gucken wir mal. Ist hart, aber süß. Und salzig zugleich. ASMR-Nexus. Hört man das vielleicht größer? Moment. Klickzahlen gehen hoch. Ist auf jeden Fall nice. Ist ein Reiscracker, würde ich jetzt mal sagen. Ist ganz okay. Habe ich schon Schlimmeres gesehen auf YouTube. Schauen wir mal, was im Booster drin ist. Japanische Booster sind wunderschön. Hoffen wir, dass wir hier einen Hit bekommen. Ansonsten ist es nicht schlimm, wenn nicht, denn wir haben hier noch 23 Türchen. Wir haben Vegicheater, dann haben wir Zorokex, zieh endlich deine Hose hoch, Boy. Dann haben wir Staralili, wir haben Flampion und dahinter haben wir die erste Holo, Lectragyon oder was in Holo-Fossil-Pokémon. Sehr cool, wir starten also mit dem ersten Türchen in Holo. Hoffentlich ziehen wir noch richtig krasse Puls. Bleibt auf jeden Fall dabei und schaut euch gerne die anderen Videos zum Adventskalender an. Ich mache dafür eine einzelne Playlist, dann könnt ihr euch alle auch am Stück geben. Und ansonsten sehen wir uns spätestens Samstag, Sonntag wieder. Bis zum nächsten Opening, die nächsten Türchen und die nächsten Süßigkeiten. Schauen wir mal. Ich sag danke. Nexus Prime, TCG, over and out.